Ihr wollt wissen, was hier jetzt produziert werden soll? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Und die Musik ändern. So. Wir müssen ein bisschen was bauen, natürlich. Was denn auch sonst? Worum geht denn das Spiel sonst? Und zwar war ich so frei, einen Bauplan für 6 Gießereien zu machen. Und den müssen wir eigentlich ja 3-mal nutzen und dann noch 3 hinten dran packen. Oder eigentlich 2, was ist das? 1, 2, 7. Machen wir 4. So. Oh, Material habe ich praktischerweise auch schon dabei. Das heißt, dann setzen wir uns jetzt da hinten hin. Und dann haben wir die wunderbare Aufgabe, erstmal Eisen hochzubringen und uns dann noch um das Petrolkoks zu kümmern. Und ich habe hier hinten übrigens die Stahlbarren in Eisenstangenteile reingesetzt und das dann schon mal hier angeschlossen mit den passenden Werten, dass das da in das andere System reingeht vom letzten Mal. Und hier ist ein ordentlicher Ruckler und hier kommt der Rest quasi raus, der noch für anderes benötigt wird. Wofür eigentlich? Okay, irgendwo ganz weit rechts. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Dinger hier hingesetzt kriegen und zwar so, dass der Ausgang hier ist. Wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich den Ausgang. Ja, muss ich die also umdrehen. Das machen wir dann einmal. Moment. Wenn wir das so setzen. Ich habe eine Idee. Und zwar, wir setzen uns einen Förderbandfusionator hier hin, der genau hier vorgeht und da mittig hält. Genau dahin. Ne? Geht das dann direkt da rein. Fertig. So. Und dann nehmen wir uns diesen Blueprint, setzen ihn quasi direkt hier vor. Oh, das passt wunderbar. Dann können wir nämlich sagen, du geh mal da rein und du hier komm rum, zack, zack und geh mit dazu. So, perfekt. Erst nehmen wir uns wieder den Blueprint. Und setzen ihn genau hier hinter. Sobald er blau wird. Zack. Und hier hinten hin. Noch ein mehr ging nicht. So. Okay. Da müssen wir jetzt nur gucken, wie wir zwischenarbeiten. Wie das sinnvoller ist. Wir haben 2 Bänder mit dem einen Kram und 2 Bänder mit dem anderen. Das müssen wir jetzt ein bisschen ausrechnen. Wir haben, wenn wir müssten die Koksbarren sein, ne? Sind auch wieder.
Dafür brauchen wir verdichtete Kohle, dafür brauchen wir Koks und dafür bräuchten wir Eisenbahnen. Okay. Was steht denn dran? Koks, Steel, Ingot. Jo. Diese. 75. Okay, bei beiden 75 pro Minute. Das ist schon mal einfach. Nach 10 Stück haben wir 750. Was jetzt daran nicht so toll ist. Ach ja, wir müssen ja sowieso noch welche wegnehmen. Wie mache ich das eigentlich am besten? Wir brauchen... Ja, wo ist es? 455 Stück. 455 müssen da vorne reingehen. Oder 480. Wäre auch okay. Gehe mich mit klar. Achso. Wenn ich jetzt clever wäre, könnte ich ja eben, wenn wir hier kopieren, sagen, also ich glaube, ich werde hier hinten die abreißen, aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Strom machen wir als nächstes. Wenn ich die drin lasse, dann wird das halt absolut nicht gut funktionieren. Deswegen ist das, glaube ich, keine Option. Weil dann werden wahrscheinlich die hier immer unter ihrer Grenze. So, wir ziehen von da aus den Kollegen hier rüber. Hier ist etwa dahin. Sehr schön. Dann haben wir schon mal 6 Stück angeschlossen und können dann weitergehen. Na, komm. So, die sind alle versorgt. Warum bist du? Du hast kein Rezept, deswegen. Okay. Von den Dingern ist auch echt ungünstig. Auf der Seite sieht gut aus, die andere Seite müssen wir uns nochmal angucken. So, jetzt müssen wir uns angucken, wie sieht das denn hier aus? 100 pro Minute machen wir. Das heißt, wir brauchen 4 plus, also letztendlich 5. Ein bisschen haben wir zurückgestaunt. Okay. Wir nehmen uns 1, 2, 3. Haben wir. Den schließen wir nicht an. So. Den weg. Können wir dafür direkt da hinsetzen. Okay. Das ist ja dann auch relativ einfach. Am besten 7 Stück zusammensetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bis dahin ist die Reihe voll. Auf der Seite sieht das ein bisschen anders aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist zwar, das ist zwar nicht ganz, aber egal. So, dann hätten wir. Wenn wir das aufteilen, den hier, nämlich zur Hälfte da rein und die andere Hälfte da drüben hin, probieren wir doch mal aus. Du da rein, du da rein, du hier rüber,
Hier drüben mit dran haben wir auf jedem 750. Ja, geht ein bisschen schief. Dann hätten wir das nämlich auch. Damit wären wir dann an dem Punkt, wo wir diese vier hier loswerden können. Wenn wir uns überlegen, die 13,7. Mal gucken. Die 13,7. Was machen wir mit dem?6,875. Das wäre halt eine Sache, die ich machen könnte. Lassen die da dran. Die zwei. Und sagen dem hier 6,875. Und dem hier 6,75. Natürlich seltsame Zahlen, aber macht ja nichts. So, das haben wir. Du gehst dann entsprechend damit rein. Weil das sollte noch da drauf passen, die 6,8 Zeile. Jetzt müssen wir nur einen schaffen, nämlich von hier vorne. Da machen wir jetzt ein okay. Da kommt ein Überlaufsplitter hin und den Überschuss, den führen wir hinten in den anderen wieder rein. Allerdings gehen wir einmal komplett rum, damit wir den von der anderen Seite einführen können. Und wenn der in der anderen Seite eingeführt ist, das klingt so falsch. Vielleicht habe ich auch einfach nur einen zu versauten Kopf. Das könnte auch sein. Das müsste ganz hinten sein. Oder in dem Einzelcontainer dürfte das sein. So, ja, da haben wir euch. Na, kommst du? Danke. Könnte man aber auch mitnehmen, dass man es immer dabei hat. Hier fehlen immer noch Coupons. Ich meine nicht die 9, die da jetzt drin waren, und die 12 auf der anderen Seite. Die habe ich beide gesehen. So, dann fliegen wir mal hier rüber. Passt ja da hinten alles Gott sei Dank recht gut hin. Nee, nicht schießen. Kaffee trinken. Wir haben hier sogar noch eine Menge Platz. Keine Ahnung, was wir damit machen. Egal. Also. Weil wenn ich das quasi hier reinführe. Dann ruckelt das nicht mehr so, genau. Weil dann wird das besser, richtig. Kann ich das da vorne besser... Dann wird das da aufgeteilt. So, mein Gott, war das ein Satz.
Nimmst du mit? Danke. Oh. Dann packen wir dich mal nach hier vorne. So. Und da aus. Geht das hier rum? Nee. Macht man nicht den. Warum? Oh, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, warum würde ich jetzt wetten, dass der sofort ansnappt, wenn ich da rangehe? Aber nein, tut er nicht. So. Geradeaus. Den Stahlbarren. Und rechts raus geht der Überschuss. Perfekt. Das heißt, nach relativ kurzer Zeit sollte das hier voll sein. Wenn das voll ist, geht der Rest da hinten drauf und also darum nach ganz hinten drauf und landet dann mit an den zwei Punkten hier. Und damit hätten wir diesen Kreislauf dann auch schon mal fertig. Das ist die Frage. Ist ja gut, was bist du heute so? Ob ich die zwei eben hier in zwei Schredder anschließe, die ich mir schnell noch hinstelle. Damit das mit dem Öl funktioniert. Muss man raus. Ja, eben zwei so Schredder hier hinstellen. Die sich quasi genau um das Zeug kümmern. Das ist ja auch nur temporär. So, machen wir mal den da dran. Den da dran. Und dann wird daraus ein, ich setz dich mal dorthin. Und du gehst da rein. Auf der Seite machen wir das gleiche. Du bist auch richtig angeschlossen, oder? Ja. Dann machen wir den Punkt. Hier haben wir den Punkt. 2, 3. Und da. Daran. So, solange wir die noch nicht benutzen, ne, aber die brauchen wir zum Beispiel für Steel Pipes und für Steel Coated Plates. Scheiße. Damit wir Iron Plates daraus kriegen. Uiuiuiui. Müssen wir uns da was einfallen lassen. Jetzt geht's um den Eingang. Da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken. Wir haben gesagt 75, also 10 Stück. Jetzt sind hier, hier hatten wir gesagt 5 haben wir. Also nehmen wir 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, du und du müssen da raus. Jetzt ist die Reihenfolge äußerst ungünstig, wie ich sie gesetzt habe. Ich kriege natürlich logischerweise jetzt den hier unten relativ leichter hoch. Das heißt, wir müssen leider das so abbauen. Genau andersrum halten. Der jetzt nicht so schlimm ist. Das heißt, wir brauchen den Splitter. Einmal dort. Und einmal dort.
gehst. Okay. Willst du hin? Sollst da rein? Danke. Du gehst dahin. Du da unten kommst weg. Du gehst dahin. Okay. Das haben wir. Wir setzen den dahin, den dahin. Dann sollten wir die 10 zusammen haben. Jetzt hin hier. Ja. Den dorthin setzen. Und was jetzt gar nicht so leicht ist, den anderen zu setzen. So. Und so. Damit hätten wir die beiden dran. Das passt schon mal perfekt. Jetzt bleiben noch über 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 und 6. Nicht jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles blöde Zahlen. Alles extrem blöde Zahlen. Und jetzt fällt mir natürlich noch eine Möglichkeit ein, wie ich das hätte anders machen können, mit letztendlich zwei Splittern übereinander, die hier zusammengehen. Aber egal. Warte mal. Ja. Ich brauche jeweils 75. Das heißt, bis hierhin sind 100. Wir sind 750. Was brauchst du denn? Das passt. Können wir direkt hinten dran machen. Brauchen wir nicht mehr so lange überlegen. Okay. Einzige, wir müssen gucken. Was war das? Wo waren wir? Ach ja, genau. Klick. Nee, klick. Klick. So. Das war seltsam. Dahin. Nee, nicht einfach so in den Boden reinsetzen. Zwei hochziehen und anschließen. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen stört, die sind ein bisschen ungleichmäßig. Das heißt, ich müsste die irgendwie zusammenbauen. Hm. Ja, warum mache ich es mir auch einfach? Ich hätte es mir ja auch schwer machen können, indem man hier nichts mehr sieht. Okay. Jetzt sollte passen. Und das, wie mache ich denn da die Verteilung, dass die beide gleich sind? Beziehungsweise, dass da nur dem einen dürfen halt nur 750 landen auf dem hier. Und der Rest muss da drauf. Das gucken wir uns jetzt unten an. Wir sind ja Gott sei Dank da relativ nah dran, weil das ist alles da vorne. Wie kriegen wir das jetzt hin? Wir haben. Oder machen wir erst das Eis? Nein, wir kümmern uns erstmal darum. Was haben wir denn überhaupt? Wie viel kommt denn hier überhaupt raus? Petroleum. 1510. Das ist sowieso eine scheiß Zahl. Was? Oh, Alter. Okay. Ich bin ehrlich, das lasse ich zu einem Problem von Future Sven werden. Weil eigentlich müssten 750 Punkte. Das sieht so falsch rum aus, ne? Egal, da haben wir das. Wir kümmern uns jetzt um Eisen. Das haben wir nämlich da liegen. So, ganz praktisch. Wo haben wir. Da haben wir das. Da sind die Eingänge.
Soll ich mir nur überlegen, wie ich das am cleversten mache. Ist hier noch irgendwo... Was sieht bei dir aus? Du hast noch Platz. Ist zwar jetzt ein bisschen blöd, aber... So habe ich eine Chance, wieder hier hochzukommen. Mal gucken, es müsste in dem Fall hier der untere sein, oder? Nein, da ist der rechte. Okay, ist ja... Das ist eine gute Sache. Pass auf, machen wir Folgendes. Wir sagen von da... Das dann... Nee, das machen wir anders. Müssen wir da hinsetzen. Du kommst dorthin und du kommst dorthin. Genau. Von hier geht der so richtig schön an die Decke. Wir setzen das Band dazwischen. Ist der da angeschlossen? Wir nehmen den. Ziehen den da hoch, setzen den nicht dort dran, sondern dort. Dann drehen wir den aber lieber. Sonst ist das da zu verwirrend. Du gehst in die Richtung und du da hinten gehst bitte auch in die Richtung. Jetzt kommt der Spaß von hier. Sag mal. Das müsste doch so passen, oder? Nein, das nicht. Weil die ja gar nicht einen weiter rausgegangen sind. Aha. Sag mal. Gerade hier oder nicht? Sieht gut aus. Muss gut aussehen. So, dahin, zack, zack. Und da rein. Jetzt geht's hier runter. Und jetzt machen wir die beiden leeren Stränge. Wo sind die beiden leeren Stränge? Wo enden sie? Okay, es ist dieser hier und dieser. Das heißt der. Der. Und hier ist es. Ja, ich weiß, dass da jetzt so Dinger im Sand rumstehen. Ist mir gerade egal. Ich bin jetzt mit diesem hier auf jeden Fall genauso weit wie mit dem. Das ist sehr schön. Jetzt gehen wir hin. Ziehen die beiden Kollegen relativ weit runter, aber nicht zu weit. So. Einmal. Und... zweimal. Du gehst da weg. Und jetzt bitte ich dich hier drüber und direkt da rein zu gehen.
Und du hier musst ja auch weg. Du gehst von da fast direkt dort rein. Das heißt, das kommt schon mal hier überall an. Na? Du bist bei 100 voll, glaube ich, ne? Ja. Okay. Sehr gut. Dann bevor ich das andere anschließe, lasse ich das unten da erstmal voll laufen und mache mir dann schon mal Gedanken darüber, wie ich das andere dran kriege. Das werde ich aber erstmal ohne euch machen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das halbwegs vernünftig hinkriege, dass auf dem einen 750 sind und auf dem anderen auch. Also dann der Rest. 762 oder sowas. 61. 700. 760,32. Wunderbar. Ja. 312? 312 könnte auch sein. Wie auch immer. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Rebuggern? Nein. Käffchen?